Einflussreichsten. Mit Panflöte und Esel möchte er ein wenig Weihnachtsstimmung vermitteln. Und das in rekordverdächtigem Tempo. Allein im Dezember hat der Künstler 40 Auftritte. Ich werde so lange spielen, solange die Menschen meine Musik hören wollen, sagt das Kärntner Original. Weihnachtliche Vorbereitungen in Stockenbeu. Zeit für Gemeinsamkeit bleibt wenig. Lieder und Auftritte müssen geprobt und geplant werden. Künstlerischen Nachwuchs gibt es auch. Die Tochter von Friedbert Kerschbaumer möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten. So ist sie auf der neuen CD Atem des Windes mit eigenen Liedern vertreten. Ich habe schon immer musiziert, als Kind eben schon. Mit 12 Jahren habe ich dann angefangen, selber Lieder zu schreiben. Und ich wollte eben unbedingt auf eine CD damit. Und dann habe ich halt den Papa gefragt und der war gleich einverstanden damit. Vorbereitungen für den nächsten Auftritt und Künstleralltag. Der Villacher Hauptplatz am späten Nachmittag. Friedbert Kerschbaumer, natürlich mit Esel, auf dem Weg zum nächsten Auftritt. Panflötenmusik und weihnachtliche Klänge als Ausgleich zur rastlosen Vorweihnachtszeit. Ich glaube, dass das Ganze hektischer geworden ist, weil der Druck von den Firmen, von den Leuten also ausgeübt wird und die Leute werden unter Druck gesetzt und es herrscht eigentlich ein Zwang. Das ist nicht gut, deshalb sind die Leute so hektisch. Es war früher viel gemütlicher, also. Es ist heute viel zu hektisch geworden. Jeder hat Angst. Das Schönste für Friedbert Kerschbaumer ist es, wenn die Leute stehen bleiben, zuhören und den Alltag, wenn auch nur für kurze Zeit, vergessen. Weihnachtsfrieden vermittelt er aber nur den anderen. Für ihn ist die besinnliche Zeit die arbeitsreichste. Mehr als 20 Auftritte hat Friedbert Kerschbaumer bis Ende des Jahres noch vor sich. Bälle Bataillon-Feistritz, den Herrn Steiner, auch der Herr Bürgermeister Eder ist zu uns gekommen. Ja, und den Dauergast bei Licht ins Dunkel immer wieder gerne gesehen, der Friedbert Kerschbaumer. Herr Steiner, es hat in der Kirche vom Bataillon ein Adventkonzert zu Gusten von Licht ins Dunkel gegeben. Was war da genau? Ja, die Gemeindemusikkapelle Bataillon-Feistritz veranstaltet jedes Jahr ein Adventkonzert zugunsten der Aktion Licht ins Dunkel. Auch heuer haben wir so ein Konzert in der Pfarrkirche Bataillon gemeinsam mit unserem Friedbert Kerschbaumer veranstaltet und der Reinerlös fließt wiederum dieser Aktion zu. Ja, dann kann ich das Spendenkörper gleich zücken. Ich möchte mich bei den Besuchern dieses Konzertes bedanken und den Reinerlös dieser Spenden zugute führen. Dankeschön. Herr Bürgermeister, die Gemeinde steht natürlich auch voll hinter dieser Sache. Warum sagen Sie Ja dazu? Naja, es ist an für sich für den Bürgermeister selbstverständlich, wenn er gleichzeitig noch Präsident der Gemeindemusik ist, dass er sich dieser guten Sache anschließt. Und wir haben diesen Betrag, eine ansehnliche Summe dazu beigelegt und haben es auch da diesen unseren sozialen Engagement unserer Gemeindemusikkapelle angeschlossen. Natürlich auch Ihnen vielen Dank dafür. Friedbert, unser Licht ins Dunkel Dauergast, du warst schon beim ersten Mal Licht ins Dunkel vor 26 Jahren mit dabei. Ich war immer mit dabei bei der ersten Live-Sendung in Wien im ORF-Zentrum. Da habe ich den alten Esel noch mitgehabt. Also. Und jetzt bei der Licht ins Dunkel-Sendung habe ich immer meinen neuen Esel mit, also am neuen Platz. Also ich bin ein Dauergast und habe für Licht ins Dunkel sehr viel getan schon. Und es freut mich sehr, diesen Menschen zu helfen. Das ist ein ganz schönes Ansinnen. Du spielst also mit der Gemeindemusikkapelle zusammen. Das gibt es auch auf CD. Ja, das gibt es auf CD. Wir haben eine neue CD gemacht, wo sie mitspielen mit 2 Liedern. Und auch meine Tochter singt auf der CD mit, also mit 2 Liedern. Eine abwechslungsreiche CD. Also
ganz was Schönes, sicher anhörenswert. Einen kleinen Vorgeschmack auf diese CD kann ich Ihnen jetzt gleich bieten. Die Gemeindemusikkapelle Bad Anion-Feistritz mit unserem Kärntner Bahnflötisten Friedbert Kerschbaumer und der Aurelia-Serenade. Die Aurelia-Serenade, eine schöne Melodie zur Einstimmung auf den Heiligen Abend.